Sehr geehrte Präsidentin, als Mitglied der Israel-Delegation des Europäischen Parlaments verfolge ich mit großer Sorge die Maßnahmen der israelischen Regierung, die sich gegen einen Teil der Zivilgesellschaft im eigenen Land richten. Mit einem sogenannten Transparenzgesetz will die Regierung NGOs, die Nichtregierungsorganisationen, in ihrer Arbeit einschränken. Kritisch ist hierbei die klare Ausrichtung auf einen Teil der Zivilgesellschaft im Land, so wären Menschenrechtsorganisationen überproportional von diesem Gesetz betroffen. Aber auch ein Teil der deutschen politischen Stiftung würde durch übermäßige Ausweis- und Berichtspflichten erschwert werden. Im Ergebnis würde die Pluralität im Land Gefahr geraten. Zusammen mit anderen Europaabgeordneten habe ich mich bereits mit einem Brief an die israelische Regierung gewandt, um meine Bedenken mitzuteilen. Ein weiteres Beispiel für den zunehmenden Druck auf die israelische Zivilgesellschaft ist der Gerichtsprozess gegen die NGO Breaking the Silence. Diese Organisation veröffentlicht anonymisierte Aussagen von Armeeangehörigen über ihren Einsatz in den palästinensischen Gebieten. Sollte sich der israelische Staatsanwalt mit seiner Forderung durchsetzen, dass die Organisation die Identität ihrer Quellen offenlegen muss, so würde diese Arbeit von Breaking the Silence de facto unmöglich gemacht werden. Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordneten, die Europäische Union stellt sich im Dialog mit Israel dafür ein, dass die dortigen Zivilgesellschaften frei von unnötigen Restriktionen agieren müssen, damit Israel auch in Zukunft eine Vorreiterrolle für Pluralität und Demokratie im Norden Osten spielen wird. Herzlichen Dank.